Ja, hallo und willkommen zur neuen Rundgang. Oldtimer-Treffen Ammelshain. Also hier ist quasi alles vertreten an Oldtimern, was geht. Aber natürlich hauptsächlich aus diesem Staat. So muss das sein, ne? Also das Treffen kann man nicht verfehlen. Das ist sehr schön. T157. Reifen sind zwar nicht ganz original, aber nicht schlimm. Zwei Zylinder mit DDR-Flagge. Ja, wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang. Gucken wir uns mal an, was hier so an ehemaligen Ostfahrzeugen, was hier so steht. Ne? Müssen wir es mal gucken. Ne? Hier ist wieder relativ laute Musik. Ich kann sein, dass es dann ja, mal kurz, ihr mich dann nicht mehr hört, weil ich das rausschneiden muss. Aber wie gehabt, wir gehen einfach mal alles ab. Gucken mal, was wir hier so entdecken. Okay, ist schon relativ groß. Schon. Und so, oh ja, sind auch ein paar schöne Exoten da hier. Vielleicht der Tatra hier, ne? Ganz alter Tatra, luftgekühlt. Wenn ich dann näher. Schönes Fahrzeug. Wow. Das hat schon eine beeindruckende Größe hier. Und auch einen schönen Zustand. Aus wie gerade frisch ausgeliefert. Hier haben wir ein paar Skoda-LKW, Lias, auch früher Straßenbild, ne? Jetzt in der Nacht dann ist schnell verschwunden. Ne? Jetzt als Oldtimer nicht mehr oft zu sehen. Aber schön, dass hier NTG, also NT GmbH, Naunhofer Transportgesellschaft hier, Oldtimer-Liebhaber ist. Wunderbar, finde ich toll. Tatra und Lias. Das hier ist ja noch krasser, guck mal. A6. Aber hier so in der Form. Mit dem Kofferaufbau. Das ist ja mega oldschool. Riecht auch noch so richtig schön hier nach alten LKW. Sieht aus wie so ein bisschen Schausteller. Herstellerbude. Aber hier steht ja drauf. Transport. Diesen Luftkessel. Guck mal, hier sogar noch das alte Zeichen, ne? Morch VEB. Und das Schöne ist, hier daneben steht Klein H3. Hier drüben. Dann könnte man mal den, sieht man mal so ein bisschen Vergleich. Eigentlich sehen sie aus wie Zwillinge, auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sieht man ein paar Unterschiede. Ne, schon alleine hier die Achsen und die Reifen. Na, guckt mal hier. Dann guckt mal hier. Alles eine Nummer kleiner. Dann hast du hier zwei Trittstufen. Drüben hast du nur eine. Ne, H3 ist halt der 3-Tonner, deswegen H3. Und H6 ist halt der 6-Tonner. Der Vorgänger vom W50 dann. Gab es halt noch die Langschnauzer hier. Und jetzt hat man drinnen noch so ein paar Unterschiede. Aber es stimmt schon, auf den ersten Blick fühlen sich sehr ähnlich. Ne? H3 und H6. Kühlerquelle ist zum Beispiel auch noch anders. Na, hier beim H3 Querrippen, beim H6 Längsrippen. Und natürlich auch andere Motor und so drin. Und hier geht es zeitlich noch eins zurück. Hier ist dann quasi der Garant. K30. Das ist dann quasi noch mal eine Stufe davor.
krass, ne? Garant, H3 und H6. Sieht man hier schön. So. Dann, was haben wir weiter? W50 steht daneben. Das ist ja dann quasi das Nachfolgemodell. Und hier haben wir einen seltenen IFA-Robobus. Allrad. Haben damals alle möglichen Sachen verwendet, ne? Ein Störfahrzeug oder irgend sowas. Baustellenbude. Das Schöne ist halt, das ist ein Allrad, ne? Und als Bus, ne? Hier ist dann der Vorgänger daneben. Der Garant als Bus. Hier steht's, Lastkraftwagen K32, Fleischerbus. Hier, ich zeig's euch mal. Sieht auch cool aus, muss ich mal sagen, ne? Den alten, den geschwungenen Formen hier. Auch hinten. Wow, die Rückleuchten sind ja der Hammer. Cool. Achso, hier auf die Westprodukte gehe ich jetzt nicht großartig ein, ne? Dann hier jetzt mit dem Golf. Oh, schön. Genau, also da müsst ihr jetzt halt durch. Wen Westprodukte interessieren, der muss einen anderen Kanal gucken. Bei mir gibt es nur hier die Ostprodukte. So was Schönes hier. Herrlich. So, weiter geht's. Nächste. H6. Dann gibt es ja auch noch eine S4000. Also das ist ja eigentlich der H3. Ja, mehr oder weniger. Ach, ich blicke auch nicht mehr so genau durch. Auf jeden Fall müsste der S4000 oder der 4-Tonner sein. Ah, Wartburg. Einachsschlepper, aber das ist... müsste irgendeine Westware sein, ja? Schönes Teil hier. Mag ich. Hätte ich auch gerne mal. UAZ. Kann ich mir bloß nie leisten. Oder Wartburg 311. Aber, na gut. Ah, schön. Hier gibt es nochmal einen Stationärmotor. Können wir gleich mal gucken, aber es ist keine. Es ist Westware. Kenn das Produkt. Sehe ich schon. Aber trotzdem schön. Jetzt gucken wir mal hier hinten weiter, ob hier noch dürfen, was kommt. Außer Teilemärkte. Ich war hier auch noch nie bei den Treffen. Ich kenne das auch nicht, das Gebiet hier. Lass mal gucken. Lass mal erkunden. Das ist ein schöner Einachsschlepper aus DDR-Zeiten. Jawohl. Zum Anreisen. Zwei Takter ist das. Mit Dekompressionshebel. Und hier ist noch der kleine IFA. Kleine IFA-Schlepper. Achso, ganz gut eingeölt. Also das Treffen ist ja doch relativ groß, hätte ich gar nicht gedacht. Indem man hier durch den Wald geht, wo ich vorhin dachte, es geht gar nicht weiter, geht's doch noch weiter. Ja, geht's noch weiter. Halleluja, hätte ich nicht gedacht.
Können wir noch mehr Oldtimer anschauen. Schön. Porsche Diesel, Chevy. Okay. Ja. Oh, ich sehe schon, hier gibt's auch noch ein paar DDR-Schlepper. Der Wohnwagen sieht toll aus. Ja, der sieht richtig toll aus, der Wohnwagen. Der gefällt mir. Wir sehen, was das für ein ist. Schönes Teil. Das Treffen geht ja das ganze Wochenende, deswegen sind auch viele mit Wohnwagen hier. Die sind halt hier übernachten, alles klar. Oh, schöner ZE 305A. 305, ich glaube, das ist dann die Han-Version. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Oberfeuerwehr. Barkas, natürlich auch nicht schlecht. Barkas ist schon cool, ne? Aber es ist halt ein Zweitakter und hat nicht so die Leistung, ne? 50 PS. So, circa, nee, ich glaube sogar bis 45. Ist ja der Wartburg-Motor. 5 Multica, jawohl. Noch mit alten DIN-Kennzeichen, schaut mal. Schön. Mossi? 1500er? 1500er Mossi, sieht man auch nicht mehr. Oft. Bremsen hat er C geprüft, jawohl. Oh ja, schöner, 1500er Mossi. Den 50er MTS und daneben der 50er. Also einmal Allrad und einmal nicht Allrad, sieht man, ne? Wo man ganz klar an der Achse. Ah ne, sogar ein 80er hier. Sieht man ein ganz anderes Fahrerhaus drauf. Eine ganz andere Kabine. Hallo Mark. Da ganz hinten, das müsste ein Zedel sein. Da kommt noch ein Wartburg reingefahren. Also ich denke, das Treffen könnte sogar noch größer werden hier. Könnte sich die Wiese noch ein bisschen füllen. Ich finde es ja cool, wenn es hier richtig regnen würde und ja alle stecken bleiben und alle rausgezogen werden müssen mit dem Traktor. Das fände ich cool. Aber sieht nicht so aus, als wenn es heute regnet. Bestes Wetter. Und auch ein schöner P50 hier. Ah, so ein Barkas ist schon schön, ne? Muss man sagen, von der Form. Ah, das gefällt mir auch, die Felgen. So schön schwarz. Ich hatte was. Überlege ich, ob ich das bei meinem Auge mache. Also mit der Weißwand, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie nicht so meins. Mit dem Schwarz hier und mit dem Chrom sieht es irgendwie cooler aus. ZT300, Famulus. Wir haben mal 1H65. Melone! Wollte Granate! Zum Schleifen. Mit E-Paket, wie man sieht. Also E-Paket heißt hier, ne? Elektropaket mit Starter und Lichtmaschine. Ein Pipapo. Macht's halt bequemer. Oh, ein schöner Kipper hier, Waran. Mag ich ja. Ein bisschen auch so ein Vorgänger vom Multicar-Kipper. Herrlich. Herrlich. Bestimmt auf eigene Achse hergefahren. Drüben ist der Motor. Ne, der sitzt hier und daneben sitzt der Fahrer.
Und hier haben wir noch was Besonderes. W50 Trinkwasser. Aufbau. So noch nie gesehen. W50 LA. Ne? L Ludwigsfelde. W Werdau konstruiert. 50, 50 Dezi, Tonnen, irgendwas. Also 5 Tonnen. Nutzgewicht und das A steht für Allrad. Manchmal steht auch noch ein Z. Das ist dann Zugmaschine. Da hat er dann nochmal eine Untersetzung. Fährt langsamer, aber kann besser ziehen. Hat dann mehr Gewicht hinten dran, was er dranhängen kann. Hier sieht man es auch Allrad. Ne? Mal gucken, ob wir noch ein W50 LAZ finden hier auf dem Treffen. LPG Goldene Ehre Kursdorf. Ist das nicht herrlich? Obligatorische Abschleppstange mit. Ja, ist wirklich Spezialaufbau hier. Schön. Ja, dann nochmal beschrieben, wie das wahrscheinlich hier befüllt. Und ja, genau. Einmal befüllen und einmal entfüllen quasi, also ablassen. Aber dann kannst du hier auch wässern. Kannst du rüberfahren und kannst wässern. Habe früher auch ab und zu mal gesehen, aber öfters mit dem Multicar, dass sie die Straßen gewässert haben, wenn es zu heiß war im Sommer. Ja, mal schön Framo. Oh, der ist auch wirklich schön. Was steht hier? Borkers Heineken. Ja, schaut mal, das ist schon irgendwie cool, ne? Heizung abgestellt, Fahrgastraum, Fahrerraum. Ja, Schlapper hier. Kübeltrappi. Und hier, seht ihr ja selber, auch noch das ein oder andere schöne Fahrzeug. Ich muss mal kurz hier gucken, den habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich Westwagen, aber egal. Holymann, Vierzylinder. Das ist schon eine ordentliche Ansage hier. Das Ding hat Power. Für die Größe, Vierzylinder, nicht schlecht. So, wir gucken lieber mal hier weiter. Schöne Ballonreifen. Das Fahrzeug hier hatte ich auch schon ein, zwei Mal gezeigt. Ist echt cool. Ist aber aus dem Armeebestand von der Bundeswehr. Übrigens in der Größe so, ich glaube so um die 10.000 Euro. Ja, das haben wir. Ist echt teuer. Wo es nur so ein ganz kleines Auto ist. Oder, naja, Fahrzeug. Feuerwehr, oh Schatz. Ehemaliges Fahrzeug wahrscheinlich. LPG, Pflanzenproduktion, Clara Zetkin, Burgkorpswalde. Sehr schön. Jo. Achso, 50 LA, ne, hat man ja gemerkt. LA, Allrad. Hier haben wir nur ein W50 L, stimmt aber nicht, weil der ist auch ein Allrad. Der hat wahrscheinlich das, vorne, das den Kühlergrill neu bekommen. Und da haben sie vergessen, das alte Zeichen dran zu machen. Oh, Famulus hier. Was steht daneben? Kleines? Ah, das könnte ein ganz. Nee, so ein Eigenbau. Das müsste ein Eigenbau sein hier. Acker nicht befahren, schade. Ah, schade, schade, schade. So, jetzt haben wir quasi hier den Außenbereich abgecheckt. In den Wohnwagen da drüben habe ich mich verliebt. Der ist geil. Also wer weiß, was das hier für ein Wohnwagen ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Das Ding hier. Wer das weiß, gerne mal in die Kommentare. Weil der sieht irgendwie cool aus. So, und jetzt gehen wir wieder mal quasi aus dem Außenbereich in den Innenbereich. Man hier versteckt. Einfach durch den Wald durch. Da geht es jetzt gleich weiter. Also, das Außenlager haben wir jetzt erkundet. Jetzt gucken wir nochmal hier rum. Wenn wir so stehen haben. Pommsen mit fast Vollausstattung. Es fehlt der Kessel. Die Luftdruckanlage fehlt.
Aber sonst hat er relativ viel. Ja, das war alles fertig. Das war alles? Ja, schönes Teil. Auch mit den Reifen, das sieht halt cool aus, ne? Ungerüstet, das müssten welche vom Baran sein. Das ist keine originalen Thompson-Reifen. Da drüben haben wir jetzt ein paar Lance Bulldogs stehen. Und hier haben wir schön MZ. Okay. Ja, fast so eine ES wie ich habe. Wird aber eine 150er sein. Selbst mit der Schubkarre scheiße. Ja. Ja. Alter Schwede, sind hier viele, viele Fahrzeuge. Also viele Motorräder. Meine Herren. Meine Herren. Wow. Sehr, alles von dran. Und gerade ein bisschen hier. Wo laufen wir jetzt lang? Gibt es ja so viel. Alter Schwede. Schön viele ETZ mal wieder. Ja, so eine schöne ETZ habe ich auch. Nur, dass bei mir halt das Drehzahlmesser geht. Ja, nicht so. Und der Tankdeckel, Simson Suhl. Oh je, naja. Wie sieht der Auspuff gut aus? So, hier ist die Trabi-Fraktion jetzt quasi hier, die tiefer gelegte. Und hier sind die Originalen. Original und tiefer. Was bei dem schön ist, der tiefer gelegt ist, die Blinker, sondern die alte Version. Drüben sind noch ein paar Traktoren. Oh, Aktivist. Mit interessanter Konstruktion hier. Kenne ich so noch nicht, die Radkästen hier. Aber schon geiles Teil, hatte ich auch mal gehabt. Der ist die Fabrik Nummer 507. Klang ist halt geil, ne? Aber halt mit Lundenzündung ist halt, naja. Oh, ich sehe gerade, der hat auch noch eine Sonderausrüstung. Das ist dort. Ach, das ist die Feder für den Sitz wahrscheinlich. Ja, da haben wir halt schön, ne? Das ist halt schon ein cooles Teil, cooler Traktor. Ja, doch, mit Sonderausrüstung mit der Hydraulikanlage. Aber original nicht. Naja, wer weiß. Wir gehen mal weiter. Haben wir nur das hier vorbei. Schöner alter Skoda. Oh ja. Sehr schön. Willis. Oh. Krumm Wartburg. 353 Tourist. Deluxe, natürlich. Natürlich, jawohl. Das sieht doch innen drin schön aus, finde ich. Also, Wartburg hat schon was, ne?
Aber der hat auch viel Platz, ne? Also ein schönes Teil. Der ist auch cool hier. Aber naja. All diejenigen, die gerade so schön beim Essen sind, den wünschen wir guten Hunger und vor allem den guten Appetit. Langfristig zu. Die Zeiten werden nicht besser, die werden schlechter. Schau mal hier. Pionier. C-50 super. Kübel, hier haben wir jetzt natürlich die Musik, ihr hört es im Hintergrund schon. Also muss ich euch jetzt entweder aktiv zuschnattern oder ihr hört erstmal nichts. Oder ich spiele irgendeine andere Musik ein. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber wir gehen natürlich erstmal weiter ab hier. Gucken mal. Käfer, Trabi. Selten. Blatter als Kombi. Ja. Gab zu DDR-Zeiten nicht so oft. Gibt es jetzt erst recht nicht mehr so oft. Aber es ist bloß ein 1200er. Naja, ist ja nicht schlimm, aber 1200er Lada-Kombi. Wow. Daneben der Mussi, ne? Na, Mussi war schon was, ne? So was hatte zu DDR-Zeiten nicht viele. Aber ist schon die neuere Version mit den eckigen Scheinwerfern. Ich hätte gerne mal noch mal einen Mussi gesehen, 407 mit den runden Scheinwerfern. Das fand ich ja richtig geil. Ja, so, solche runden Scheinwerfer gab es auch beim Mossi. Stehameise. Auch schon ein paar Mal gefilmt hier. Die Fahrzeuge, ist ja klar, wiederholen sich hier auf den Treffen. Wow. Schön. So ein Halbbus-Barkas, das wird dann auch gefallen. Aber was mich halt stört bei Barkas, ist der Motor und dass es kein Allrad gibt. Das stört mich ein bisschen bei Barkas. Und der Barkas 1.3 dann, den es eine Weile gab, ist erstens mega teuer und zweitens hat er halt auch kein Allrad. Also es ist halt leider nichts für mich. Ich brauche Allrad. Das müsste ein alter Sachsenring sein, ja. Drei Zylinder. Aber als, wie ihr seht. Ja, das kann ich alles reparieren. Da steht hier Hersteller AWE. Das ist natürlich noch ausgefallen, naja. Automobilwerke, Hersteller eigen. Ah, okay. Das ist ein Eigenbau. Oh, hier ist natürlich, guck mal, das sieht natürlich richtig toll aus. So ein Horch. Also der hat was, ne? Das waren schon krasse Autos. Schöne Autos, ne? Ein Horch. Oh, hier drinnen, guck mal, wie schön das damals war. Tja, haben sie halt leider nicht mehr übernommen später. Trabi war halt wirklich rustikal, ne? Ja, guckt mal beim Trabi rein. Ja. Trabi ist halt so in drinne. Horch war halt damals so. Ach, schade. Buckel Volvo. Das ist echt was. Schönen alten Zustand hier. Hat auch was, ne? So, ja. Hier mit Anhänger. Schön. So, jetzt gehen wir auch mal hier rüber. Hier ist nämlich ein Duo. Können wir mal kurz gucken, wie der das hier gelöst hat alles. Ja, ist noch relativ original, die Rückleuchte, das passt mit den Reflektoren. Haut hin, aber er hat den Auspuff umgebaut. Den Auspuff nach innen verlegt, warum auch immer. Kann man machen. Wirkt dadurch ein bisschen anders hier an der Seite.
Okay, ist auch nicht der originale Motor, ne? Ja, sieht es, der Viergang luftgekühlt, normalerweise Dreigang und Gebläse gekühlt. Und der hat dann auch hier wahrscheinlich dann, ja, Kickstarter statt Anreißhebel. Und wegen mit der Schaltung, wie hat er das gemacht? Er schaltet so und Kupplung muss er dann auch irgendwie gelöst haben, hat er hier oben dran. Ist halt kein Behindertenfahrzeug mehr jetzt. Nicht auf Reserve schalten. Oh. Soll ich es mal machen? Nein, mache ich nicht. Aber an sich nicht schlecht geworden. Aber weiß nicht. Richtig überzeugt tut es mich jetzt nicht ganz. Aber ist nicht schlecht. Den Koffer hinten drauf, das hat Stil. Das werde ich mir auch noch überlegen. Das bleibt bei meinem Machen. Da drüben fährt übrigens gerade ein Duo los. Seht ihr? Fährt gerade eins. Wer gerne beim Duo mal mitfahren will, virtuell zumindest, kann das gerne machen auf meinem Kanal. Hab ja ein Duo. Gibt's genug Fahrvideos. Einfach mal gucken. Ja. Bei Elber Wartburg. Oh, der sieht doch gut aus, ja. Eieieiei. Da gab es noch keine Banane, ne? Das ist noch hier die kurze Version. Hier vorne, was haben wir hier stehen? Ein paar Mercedes, aber das interessiert mich jetzt nicht so. Mal schauen, ob wir hier denn noch irgendwelche Ostfahrzeuge finden. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Wegen der Musik, wie gesagt, müssen wir mal sehen. Das Treffen hat hier ganz schön Volksfestcharakter. Ah, sieht natürlich schön aus, ne? Hat er gut gemacht, ja. Sehr schön aus. Ah, ich sehe gerade, das ist. So war das früher mal gelöst, ne? Dass es gleich hier so direkt reinging, wer das wollte. Und Heizung ist hier gar nicht, ne? Hier gibt es nur Frischluft. Heizung ist hier abgewählt bei diesem Modell. Oh, hier ist auch noch die Zündung so ganz alt. Eie, krass. Aber schön, dass es noch so gibt. Ja, auch das Heck, ne, von so einem P50 ist schon cool. Hat was. Finde ich schön. Wenn man dagegen hier von 601 sieht. Ja, ne. Und was der P50 viel besser hatte, guck mal die Ladekante. Ladekante P50 ganz unten. Ladekante P601 übelst weit oben. Hier kannst du einfach mal so einen Bierkasten reinschleppen. Wir mussten drüber heben. Das finde ich halt schade. Das hätten sie ruhig beibehalten können, das Heck. Ein bisschen umgestaltet, ein bisschen moderner von mir aus, aber. Das mit der niedrigen Ladekante ist doch viel besser. Naja, wer weiß, was da war, warum sie das so gemacht haben. Hier haben wir noch einen schönen Horch. Eisbär. Der Trabi fährt nicht mehr hier. Muss erstmal geschoben werden. Und dann sind wir auch schon am Ende von unserem Rundgang. Das war's dann. Jetzt sind wir wieder dort, wo wir am Anfang waren, wo ich die Westprodukte hier nicht gezeigt habe. Brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, wer das sehen will, muss was anderes gucken. Bei mir gibt es noch sowas hier. Schön. Haben sie natürlich damals schön bei den Amis kopiert. Ne? Es gibt viele amerikanische, die so ähnlich waren. Band, so wie es aussieht. Das klingt noch nach Trabi. So, naja, dann gehen wir mal raus hier vom Treffen.
Und ja, dann sage ich schon mal vielen Dank für euer Interesse. Bei mir geht es heute weiter zum nächsten Treffen. Heute sind so viele Treffen. Oh, schöner. Schönes Teil. Ich muss heute noch ein paar mehr Treffen abfahren. Deswegen war das jetzt ein relativ zügiger Rundgang, wo ich nicht auf jedes Fahrzeug eingegangen bin. Machen wir beim nächsten Mal. Ah, obwohl, Bargas, hier guckt euch das an, das ist schon geil, ne? Die Felgen, herrlich. Das ist ja der Hammer. Richtig, richtig geil. Also dann tschüss vom Oldtimer-Treffen Ammelsheim. Wer will, kann auch noch hier, ihr seht, ein MIFA-Klappfahrrad kaufen. Nur 149 Euro. Und die große Version kostet 159. Und hier drüben haben wir auch noch richtig guten Zustand. Ein paar Hühnerschreck. Ja, hier sind sie. Zweimal Hühnerschreck. Schön, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu neu alles. Irgendwie hätte gern ein bisschen Patina. Aber sonst schön gemacht. Also wirklich. Guck mal. Wirklich schön gemacht. Kann ich mir bei meinem mal abgucken hier. Ich habe ja so ein Mieferfahrrad gerade im Aufbau. Als Hühnerschreck. Deswegen muss ich jetzt auch mal hier genau gucken, wie sie es gemacht haben alles. Schön. Schön. Okay. Toll. Wir haben das Spitzenmodell noch. ETZ 250 mit Scheibenbremse. Zusatzscheinwerfer unten dran. Also hier gibt es alles, ja. Selbst ein Kinderfahrrad. Ja. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, ist auch geil. Könnte ein Framo sein, ist aber kein Framo. Schade. Oh, jetzt kommt doch noch ein Bus. Ja, wie ich das liebe. Ein schöner Icarus. Ach, schön. Schöner Icarus. Der Klang ist doch herrlich, oder? Der Geruch erst recht. Herrlich. Alter Icarus. Da sind sie früher alle rumgefahren. Und da vorne steht noch ein Bus. Steht noch einer. Da kommt doch hergefahren, das gucken wir uns noch schnell an. Das sind halt die ganz alten. Wir werden mal gucken, was das ist. Ja, gerade der Icarus, der weggefahren ist, ist ja ein bisschen neuer. Das war ja dann 70er, 80er, 90er. Das hier ist ja hier ganz alte Version. Icarus 55. Krass. Eine Hindernis, der Luftfilter dort. Da ist ein Luftfilter im Dings drin. Im Fahrgastraum. Von dort zieht er die Luft dran. Brauchst du eine gute Belüftung? Sonst ist der Motor irgendwann mal leer gezogen. So, jetzt muss ich aber los. Meiner MZ. Da steht sie. Auf zum nächsten Treffen. Also, ich sag mal tschüss. Vielen Dank für dein Interesse. War ein paar coole Fahrzeuge hier. Hätte ich nicht gedacht. Hier waren ein paar echt coole Fahrzeuge dabei, die ich noch nie gesehen hatte. Schön. Toll.